Recht herzlich willkommen zur Folge 218 von Simotrans. Ja, sind wir wieder drin im Spiel. Ja, wir müssen gucken. Ich wollte eigentlich nach Lindau, aber jetzt müssen wir erstmal hier nochmal reinschauen, wo die alle hinwollen. Hier sind jetzt keine Fahrgäste, die zum Flug haben wollen. Und hier sind 1500, die dahin wollen. Das heißt, wir müssen da was ändern. Und ich glaube, der war auch nach Münster, genau. Gut, wir müssen zwei neue Linien haben, denke ich mal. Oder eine wenigstens, zwei, nicht diese hier. Kurz reingeguckt, da fährt der ZBB Dortmund Flughafen auch hin. Der muss da, glaube ich, eher weniger hinfahren. Beziehungsweise, wir können den ja lassen. Aber wir brauchen unbedingt hier noch zwei Linien zusätzlich, die dorthin fahren, weil wir dort definitiv zu viele Fahrgäste haben. Da müssen wir einen Fahrplan neu aufstellen. Vom Kreisel zum Flughafen. Achso, das war ja der Landeplatz, das geht nicht. Und neue Linie. Machen wir Dortmund. Kreisel zum Münster Flug. Hafen, machen wir so, FLHF. Passt. Ja, nicht ganz da. Hätte ich gerne noch den gehabt. So, jetzt. Habe ich schon neue Linie, ich will hoffen. Dortmund Kreisel, ja, kopieren wir. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Jetzt fährt da irgendwo einer raus. Wo ist es gewesen? Da. So, das ist einer von den vielen, die da jetzt gerade rausgefahren ist. Das ist schön. So, dann brauche ich noch einen. Da mache ich auch einen Fahrplan. Und der geht von hier nach da. Ist auch eine neue Linie und die heißt dann Dortmund Ober Stadt nach Münster Flughafen. Passt, oder? Ja, das ist die zweite Linie. Und das Ganze machen wir auch genauso viel. Gut. Und da möchte ich auch einen von haben. Passt. Gut, dann sind wir da schon mal gut unterwegs. Und dann hatte ich gesagt Lindau, ne? Gehen wir rüber nach Lindau. Hier unten ist Lindau, oder? Ja. So, und da ist natürlich die Tankstelle unser Ziel, weil da stand es am schlimmsten, glaube ich. 1407 Lindau Westsiedlung. So, wer fährt da wohin? Regionalbus Lindau. Was ist das überhaupt für einer? Nee, Bahn, Regionalbahn ist das nicht. Bus wahrscheinlich, ne? Ja. Da warten einige Gäste. 600 wollen da nach Dingens, aber der Zug fährt ja. Nach Gelsenkirchen, ja, okay. Das ist er also nicht. Lindau Westsiedlung, das ist die Bahn. Okay, den nicht, aber Knoten. Wo ist der Knoten? Da unten. Wer fährt zum Knoten? Linie 6 fährt zum Knoten. Da sind zwei Busse drauf, die fahren plus, aber da könnten mehr fahren. Wie sieht es zusammen mit den Bushaltestellen aus? Ja, da stehen überall noch welche. Da habe ich fast die Vermutung, da können auf jeden Fall noch zwei drauf, ne? Wo war denn hier eine Bushaltestelle? Bushaltestelle hier unten irgendwo, oder? Da ist sie. Da. Linie 6 war das. Oh, was hat er jetzt gemacht? Hat er eine neue gemacht? Ich glaube, der hat eine neue gemacht, ne? Linie 92.
Das ist doof gelaufen jetzt. Irgendwie falsch geklickt oder so. Linie 6 war das. Kopieren wir und starten die beiden, ne? Möchte ich gerne sehen. Passt. Jetzt Linie 92 müsste ja jetzt hier irgendwo auftauchen. Und die können wir löschen, weil die gibt's ja gar nicht. Was ist das hier für eine? Oh, Linie 38. Na, den lass jetzt erstmal fahren. Das müssen wir irgendwann anders filtern, ändern. Gut. Das war der Knoten. Das muss jetzt hier erstmal alles wieder zu. Knoten sind wir durch. So, Lindau. Mainz-Südwest-Siedlung. Suchen wir mal die Südwest-Siedlung raus. Die ist da. Linie 2. Ah, da können wir auch direkt hier anklicken. Da fahren wie viele Busse drauf? 1, 2, 3. Ah, da sind reichlich drauf. Ich glaube, das lassen wir mal noch sein, oder? Obwohl, kommt so ein bisschen hier drauf an. Lindau Haupt stehen auch 100 Leute. Und da sind 500 und... Oh, nee, ich glaube, da können wir definitiv noch einen draufsetzen, ne? Lindau Linie 2 war das. Da unten... Ah, ist ja noch offen hier, ne? Den und Lindau Linie 2. Oh, die 1 ist sogar rot. Kopieren wir das Ganze und starten nochmal zwei Busse. Jetzt wirst du wahrscheinlich sogar beide erwischt. Nehmen wir den zweiten mal erst. Gut, das haben wir. Mach den mal... Na, brauchen wir nicht zumachen, ne? Ausbau Süd. Lindau, Ausbau Süd. Da ist Ausbau Süd. Da wollen ganz viele hin. Das ist Linie 6, die haben wir eben schon mal aufgerüstet. Das heißt, das lassen wir erstmal so. Oberstadt sind auch so viele. Wo ist bitte schön die Oberstadt? Ach so, nee, das bringt uns nichts. Vorstadt. War da Oberstadt? Nein, da war Neustadt. Südwestsiedlung, Land, Mainz neben. Da unten ist sie doch. Stehen auch einige. Wer fährt dahin? Linie 1, die war eben rot. Komm, egal. Lindau 1, Oberstadt. Gehen wir da mal hin gerade. Ah, jetzt haben wir natürlich hier wieder ein Problem. Lindau 1 starten. Da ist er, der neue Bus. Gehen wir gerade mal auf die Linie drauf, weil die ja gerade rote Zahlen schreibt, ne? Geht das? Ach so, da oben. Da warten aber ganz viele Passagiere. Überall warten die. Tankstelle, ja. Passt schon. Gut, was haben wir noch? Lindau H. Ist gerade hier. Aber das ist in der Linie 6, oder was war das drin? Naja, genau, das lassen wir so. Obwohl, na, sind 500 Leute, die erwarten, ne? Mainz-Südwest-Siedlung hatten wir auch. Hat die Über-Südwest-Siedlung auch noch. Lindau Allee ist dann noch entscheidend. Machen wir die Tankstelle gerade zu. Und den auch zu. Den können wir gleich wieder aufmachen. Allee, da ist Allee. Da steht aber keiner. Die wollen da nur hin. Und wer hält da? Das ist die Frage noch.
Linie 1 haben wir auch gerade gemacht, dann lass das mal so. Gut, das Fenster kann auch zu. Der hat 48. Oh, hier macht es gerade knapp plus. Das ist von dem Kreisel der eine. Und da unten ist es vom Oberstadt, oder wie hieß der? Ja, der sieht aber auch nicht schlecht aus, ne? Vollbeider. Nach hier unten der Doppeldecker, der macht schon plus. Linie 1. Gut, das sollte aber funktionieren. Na, gib mal nochmal die Bushaltestellen. Also, war passend. So, den haben wir gemacht. Ne, das ist noch woanders. Was ist das denn hier? 7000 über Ostsiedlung. Na super. Gib mir mal gerade bitte... Na, das funktioniert nicht. Da müssen wir hin. Die Fluglinie. In Köln stehen 5000. Wo wollen die alle hin? 1972 wollen nach Münster. Rechnet sich das, einen zweiten Flieger darauf zu setzen? Müssen wir genauestens planen. Das ist ein Postflugzeug. Es würde also nur dieser gehen. Der müsste eine neue Linie sein. Der müsste direkt Münster-Köln fliegen. Und der müsste auf jeden Fall 100% fliegen. Fahrplan. Münster. Köln. Kölnwald, das heißt, er muss ein bisschen weiter nördlich. Na komm schon, da ist der Flughafen. Der muss dahin. Das muss 100% sein. Und das muss auch 100% sein. Das ist eine neue Linie. Und das ist Köln. Münster. Das passt. Die Linie steht. Den Fahrplan nochmal, aber erst bitte nach Münster. Genau so ist es. Und da mal hin und starten. So, jetzt habe ich ihn und er lädt aber auch sofort, oder? Das ist doch prima, dann sollte das vielleicht funktionieren. Und der kann auch zu. Haben wir, Tankstelle haben wir. Ne, Westsiedlung, das war noch woanders. Das hatten wir noch nicht. Was ist denn da an dem Bahnhof los? Oh, 4477 wollen da nach Köln. 1200 nach Gelsenkirchen. Das heißt, wir müssten da einen fahren lassen. Und zwar auf dieser Linie. Wie warten denn dann so? Jetzt wo Buchhändler auch. Ich glaube, das können wir auch machen. Die stehen ja überall dran, ne? Da können wir noch einen zumachen. Die fahren auch beide plus ein. Gut, dann gucken wir mal. Warte mal, der fährt Köln-Land an. Und das ist ja hier vorne, oder? Ja. So, das war Elektrotraktion. Der, 1, 2, wie viele Fahrgäste haben wir da jetzt drin? 160, kann das sein? Ne, das war ein Teil. Irgendwo hier stand das, ne, da, 622. Haltlänge 3. Passt. Dann den Fahrplan. Köln-Land. Da ist er. Und rein in den Fahrplan. Der fängt in Köln-Land Bahnhof an. Gut. Und starten wir auch. Und da haben wir ihn schon. Gut. Das kann zu.
Das kann dann auch zu der natürlich auch. Genauso wie das auch. So, was machen denn unsere Finanzen überhaupt? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Oh, das sieht aber prima aus, aber das ist keine Monatsübersicht, das war die Jahresübersicht. Sieht aber trotzdem, sah das gut aus, wird besser. Gut, wollen wir hoffen, dass das noch wird. Was für ein Datum haben wir? 26. Aber unter 300.000 ist ja schon mal ein bisschen was. Gut, Münster-Westsiedlung. Lindau-Westsiedlung haben wir. Lindau-Tankstelle haben wir geguckt. Frankfurt-Müllhof-Betriebshof. Rollenpapier. Ja, dann können wir da noch mehr, ne? Wird ja gar nicht weniger, wa? Und die fahren ja alle so ein leichtes Plus. Das hatten wir ja schon. Frankfurt. Müllhof-Druckerei. Ich denke, die fahren alle Plus ein. Hatte ich das nicht gesagt? Fahren sie auch. Okay, das heißt, den haben wir. Und ist auch richtig. Gut, alle unterwegs und einen zum Beispiel. Wunderbar. Vielleicht werden die Rollen ja dann auch mal weniger. Gut. Ja, 331. Februar ist gleich zu Ende. Jetzt haben wir 950.000. Oh, da kam gerade ganz viel Geld dazu, habe ich gesehen. So, das kann zu. Der macht Minus, der macht Plus. Welcher Bus ist das? Dortmund-Kreisel. Okay, das sind gute Busse. Die bringen uns jetzt viel Geld, genauso wie der auch. Das ist doch schon mal schön. 1. März ist dran. Und was haben wir hier für eine Kostenfalle? 242.000. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wir haben ja immer nach 3 Monaten so einen Knick. Ja, sieht man ja hier so schön. Hatten wir da auch. Aber der Knick ist schwächer ausgefallen. Gut. Gucken wir nochmal in die Haltestellen rein. Köln-Ost-Siedlung hatten wir. Was ist das hier? Darmstadt-Bahnhof. Wo wollen die denn alle hin? Der wollte nach Köln-Ost-Siedlung. Darmstadt-Haupt, der Rest ist schon unwichtig. Darmstadt-Haupt, das ist da, ne? Noch ein Stadtbus hier, ne? Ja, Stadtbus Darmstadt. Und der fährt auch gut plus ein, da können wir auch einen zweiten draufsetzen. Da ist ja nur einer drin, ne? Stadtbus Darmstadt. Und starten wir. Und gucken wir uns auch gleich an. Gut, den haben wir. Der kann zu. Und den können wir auch zumachen. Gut, dann haben wir das auch. Was fehlt uns noch? Das war Darmstadt Bahnhof. Den hatten wir geguckt. Dann haben wir mal da. Dann haben wir hier noch einen Ludwigshafener. Ach so, das war die Straßenbahn. Oh, da müssen wir mal gucken. Ludwigshafen Westsiedlung. Wo ist denn die? H-Mitte? Ist hier. Das ist eine doppelte. Und Westsiedlung ist hier. Ach so, das wäre jetzt von da nach da. Wo hat denn der sein Wartehäuschen hier? Da, aber das ist nur ein kleines, ne? Das heißt, wir müssen da aufpassen, weil wir haben doppelte und einfache Haltestellen, ne? Wer hält denn hier an? Das ist die S-Bahn. Die denn überhaupt die Westsiedlung hier drin? Muss. Hat sie auch. Okay, das ist der. Da muss da noch was drauf. Und das Häuslein ist ja hier. Und das war dann dieser, ne? Genau. Müssen wir den auswählen? Wie viele Leute waren das denn? Reichlich, ne? Ich glaube, da machen wir da mal 2 von. Starten, starten. Und einen hätte ich gerne gesehen. So, der kann zu. Der kann zu. Der auch.
Der kann auch zu. Der auch. Den machen wir auch zu, genauso wie den. Das ist jetzt unsere aktuelle Sache. 550.000. Der kann auch zu. Was haben wir hier? Minusgeschäft. Das ist Linie 6. Da waren mehrere. Da feiern jetzt 2 Minus ein. Haben wir da 2 mehr drauf gemacht? Kann sein, ne? Ah, der hier ist schon mal ein Plus. Stadtbus Darmstadt. Okay, das hat sich ja gleich schon gut gemacht. Dann können wir den schon zumachen. Hier ist noch nichts passiert. Warum? Ja, was ist hier los? Kommt der nicht raus? Freie Strecke wartet der. Okay, hier ist ein Plus drin. Stadtbuslinie 2, das ist doch schön. Da waren auch mehrere, ne? Jo, das rentiert sich auch. Kann der zu? Was haben wir hier für einen? Noch ein Bus, Linie 1. Ah, der fährt jetzt hier. Hier unten haben wir 10 Cent gerade Plus gehabt, aber hier haben wir richtig viel Plus. Wer ist denn das? Oh, der steht da. Ach so, das war jetzt die 100% Geschichte, ne? 190 sind da. Okay. Da unten ist noch einer. So, das ist einer von den Papiertransportern. Tja. Das müssen wir weiter im Auge behalten, dann würde ich sagen. Gucken, ob sich das rechnet, ne? Obwohl das hier unten mit dem Papiertransporter jetzt gerade 26 miese und hat Papier geladen. Und er ist ja natürlich im Plus, der wartet auch, er fliegt jetzt auch gleich wieder. Ja, passt doch. Also der Flieger ist gut unterwegs, denke ich. Er hier ist vollgeladen jetzt und fährt nach Köln-Land Bahnhof und hat 3000 Minus. Komisch. Okay, der fährt natürlich nicht so tolle Zahlen gerade ein, ne? Und die fahren alle jetzt so schlechte Zahlen, oder was? Da war jetzt einer zu viel für die ganze Geschichte, oder was? Warum steht der und fährt nicht? Ah, da ist bestimmt was mit Signalen und so vielleicht zu machen, ne? Dass das besser da läuft. 474.000. Okay. Er fährt noch. Ich glaube, den schicke ich zum Depot gleich wieder. Ah, er fährt jetzt gerade wieder. Hat aber gar keine Passagiere drin. Auch schön, ne? Kostet 16 der Kilometer. Ist auch nicht gerade wenig. Okay. So, hier sind wir bei 500.000, aber ich sag mal, für die Folge soll es auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.